Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt hier auf dem Kanal, der so heißt wie der dicke Nerd, der die ganze Zeit redet. Heute habe ich euch einen weiteren Actionkracher aus dem Jahr 1989 mitgebracht. Und zwar ist das Stuart Gordons Robot Jocks, die Schlacht der Stahlgiganten. Den gab es zwar schon vor einiger Zeit, ich meine vor 10 Jahren oder so, auf Blu-ray-Disc, aber jetzt hat Wicked Vision den Film neu gemastert, mit neuem 2K-Master ausgestattet und in Form von 4 verschiedenen Mediabooks auf den Markt gebracht. Hier auf dem Tisch liegt Cover-Variante A. Dann gibt es aber auch noch Cover-Variante B sowie Cover-Variante C und Cover-Variante D. Und wer alle 4 haben möchte, beziehungsweise sich nicht entscheiden kann, welche ihm denn jetzt am meisten zusagt, es gibt auch ein Bundle, wo alle 4 zusammen drin sind. So, inhaltlich dürfte das allerdings alles gleich sein. Wir haben also einmal diesen Film hier von Stuart Gordon plus der Fortsetzung. Na, es ist keine richtige Fortsetzung, aber er wurde als Robot Jocks 2 Robot Wars vertrieben. Ich habe ja damals bereits das Review zur Erstauflage geschrieben und muss sagen, der Film selber, der gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ist ein schön gemachter Science-Fiction-Action-Kracher, den ich, ja, wirklich gut finde. Den habe ich auch schon als Teenager gesehen und jetzt kann ich ihn halt in bestmöglicher Qualität nochmal erleben. So, wir schauen uns zuerst mal das Vorlageblatt an. Darauf sehen wir, dass es sich um eine 2-Disc Limited Collectors Edition handelt und zwar um die Nummer 79. Dann haben wir hier den Titel draufstehen. Hier unten haben wir einen der Kampfroboter mit seinem Piloten, also mit seinem Jockey, deswegen Robot Jocks. Und dann hier unten die Altersfreigabe sowie den Hinweis auf das neue 2K Master, ein kleiner Werbetext und den Hinweis darauf, dass wir auch Robot Wars mit dabei haben. Auf der Rückseite sehen wir Werbung für den Film Kaltiki, Rätsel des Grauens, den ich euch auch demnächst hier vorstellen werde. Und zwar wirklich ganz genau, da gibt es dann nämlich sogar ein Rezensionsvideo dazu, also nicht nur das Unboxing des Mediabooks und des Fotoromans, den es ebenfalls gibt, sondern auch noch eine Filmbesprechung, aber die kommt dann demnächst. Um das nicht zu verpassen, wäre es ideal, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, die Glocke läutet und wenn ihr schon da unten seid, lasst mir direkt den Daumen da. Und so weiter und so fort. Kommentiert, was das Zeug hält. Ihr wisst ja, ich freue mich über jeden Kommentar. Und ihr kriegt auch immer eine Antwort. Jetzt haben wir das Mediabook selbst. Da haben wir das gleiche Artwork wie auf dem Vorlageblatt. Allerdings ohne die Aufdrucke und ohne hier unten den Hinweis mit der Werbung. Und natürlich auch ohne FSK-Flatschen. Und auf dem Spine haben wir ebenfalls den Titel stehen, Robot Jocks. Dann hier oben das Glotzauge von Wicked Vision. Mein persönliches Lieblingsfirmenlogo. Hier unten den Hinweis auf MGM und Blu-ray-Disc und auf der Rückseite haben wir dann einmal eine kurze Zusammenfassung sowie einen kleinen Informationstext. Hier Empire Pictures von Charles Band, die haben das Ganze produziert. Dann hier nochmal den Hinweis auf den Bonusfilm Robot Wars, ein paar Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier die Credits und hier das Bonusmaterial und das ist sehr, sehr umfangreich. Hier haben wir über 7 Stunden Bonusmaterial drauf, oder? War es über oder waren es fast? Nee, über 7 Stunden Bonusmaterial. Und dann haben wir hier unten natürlich auch noch die Produktspezifikationen der beiden Discs, die hier mit drin sind. Sowie hier ja einmal den Hinweis auf Cover-Variante A und die Urheberrechtshinweise. Dann schauen wir uns das Ganze von innen an. Vorne drin liegen haben wir Robot Jocks auf Blu-ray-Disc. Ist doch, ja. Ah, so, jetzt haben wir sie. Das ist immer so ein Kampf, da was rauszuholen. Ich möchte ja auch nichts kaputt machen. So, die schaut aus wie Cover-Variante C, wenn ich mich nicht irre. Also die hier, die Disc, die Blu-ray-Disc mit Robot Jocks. Und hinten drin haben wir Robot Wars. Ah, so. Die schaut so aus und auch hierbei handelt es sich um eine Blu-ray-Disc, oder? Ich sehe es gerade nicht, ich kann es gerade nirgendwo sehen, aber es müsste eigentlich eine Blu-ray-Disc sein. Ja, so. So, dann haben wir hier einen farbigen Innendruck.
Den können wir uns jetzt auch mal anschauen. Der schaut so aus. Hat das nicht so ein bisschen was auch von Neon Genesis Evangelion mit diesen Kampfrobotern? Nur, dass die halt nicht gegen Monster kämpfen, sondern gegeneinander. Also es ist grundsätzlich ein sehr, sehr geiler Film. Der macht wirklich Spaß. Und ja, klar, natürlich ist es ein Stück weit Trash, wenn man so möchte. Aber es ist schon edel Trash. Und ich sag mal so, Stuart Gordon ist ja nun ein bekannter Regisseur. Charles Band ist ein großartiger Produzent. Also wir haben hier auf jeden Fall ja, ein echtes kleines Meisterwerk des Genres. So, dann haben wir hier auf der ersten Seite des Booklets nochmal Covervariante D. So, dann hätten wir fast alle schon abgefrühstückt. Ja, ich will mal sehen, ob hier Covervariante C beziehungsweise Covervariante B auch noch irgendwo auftauchen. Wir blättern mal durch. Hier drin haben wir also ein Essay von Christoph N. Kellerbach, was ich persönlich, ohne es gelesen zu haben, jetzt schon hervorheben kann, weil alles, was ich bisher von Christoph N. Kellerbach gelesen habe, war extrem lesenswert und darüber hinaus auch noch sehr gut recherchiert und man wusste anschließend deutlich mehr als vorher. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum man sich so ein Booklet durchliest. Hier haben wir ein paar Bilder aus dem Film. Das Verhältnis von Text zu Bild ist meines Erachtens sehr gut. Auch wenn jetzt hier zwar, ja okay, Bilder aus dem Film brauche ich persönlich nicht, sage ich auch immer. Aber gut, es lockert das Ganze natürlich auch ein bisschen auf. Das Papier sehr griffig, sehr angenehm in der Hand. Für meinen Geschmack etwas zu glänzend, aber wie gesagt, das ist mein Empfinden. Ich mag mattes Papier lieber, aber dennoch ist es hier ein, ja, es ist hochwertiges Papier. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Der Flop und der Weg zum Kult, die Veröffentlichung. Ja, wie gesagt, der Film war halt nicht so wirklich erfolgreich damals, aber er hat sich über die Jahre hinweg zu einem echten Kultklassiker erhoben und diesen Kultstatus hat er meines Erachtens vollkommen zu Recht, weil, wie gesagt, ich finde diesen Film einfach knaller gut, aber das könnt ihr ja auch alles in meinem Review nachlesen, das ihr findet, wenn ihr unten in der Infobox auf den Link drückt. Das ist zwar jetzt noch nicht freigeschaltet, aber in den nächsten Tagen wird es das geben. So, und jetzt nochmal ganz kurz hier zur Seite, haben wir ein bisschen Bewegung nach oben und unten gar nichts. Und wenn wir es aufklappen, dann sehen wir hier, dass der Steg wirklich durchgeht. Das ist also, das ist ordentlich verarbeitet. Wir haben hier auch das Booklet schön in der Mitte drin, wirklich gut gemacht. Gut, hier oben blättert ein bisschen die Farbe an der Falz ab. Das lässt sich aber nicht verhindern, weil wenn das gedruckt ist und man das halt öffnet, ja, das ist klar, wenn man was faltet, dass dann die Farbe darunter leidet. Aber das hält sich noch sehr in Grenzen. Da kenne ich also deutlich schlimmere. Und wir sehen auch hier, das Plastiktray ist direkt mit der Außenhülle des Booklets verarbeitet, ist also nicht erst auf den Pappendeckel draufgeklebt und dann reingepappt worden, sondern es ist direkt hier mit dem Booklet verarbeitet. Sehr, sehr schönes Mediabook, gefällt mir sehr gut. Der Film gefällt mir, wie gesagt, auch gut. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Seid schlau, schaut blau, vergesst nicht, abonnieren, Daumen drücken und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt geil und tschüss mit Ö. Euer Michael Speyer.